Mein Name ist Rafael Sotomayor, ich komme aus Chile und ich bin Musiker und Instrumentbauer, der Maker von Opsilon Handpan. Ich bin Kate, ich bin Musikerin, war als Ärztin tätig, bin da bewusst rausgegangen und vereine jetzt dieses Bedürfnis anderen zu helfen, sich selbst zu entfalten, zu inspirieren, im Potenzial zu entdecken in Handpan-Workshops und aber auch Retreats und verschiedenen anderen Events, wo es so ein bisschen um persönliche Weiterentwicklung und Potenzialentfaltung geht. Hi, wir sind jetzt hier in unserer Produktionshalle, in unserer Werkstatt mit Benny, und wir möchten euch zeigen, wie ein Handpan gemacht ist. So, nach Plasma schneiden, wir machen die Halbkugel mit einer Technik, das heißt Hydroforming. Das bedeutet, dass wir machen diese Stahlblech zwischen die zwei Platten und mit Wasser wir formen unsere Halbschale. Diese Technik Hydroforming, wir machen, wenn wir haben besondere Bestellungen, wenn wir testen neues Material, wenn wir experimentieren mit neuen, verschiedenen Größen. So die Platten, wir haben in 48 cm, 56 cm und wir testen immer unser Batch-Material. Jede Tonne leider braucht ein bisschen anderes Material. Wir haben weiches Material, das funktioniert besser für höhere Tonnen, oder härtes Material, das funktioniert besser für tiefe Tonnen. Und so, ja, wir müssen immer testen und wir testen immer mit Hydroforming. Und wenn wir sind sicher, was für Material wir haben, wir arbeiten mit anderen Firmen, wo wir lassen machen, tief ziehen, aber als gesagt, der erste Schritt ist Materialtesten. So, das ist eine Rohmaterial-Handschale, und das ist, was wir bekommen nach der Nitrierung, so eine nitrierte Handschale. Für uns das richtige Material und die richtige Nitrierung ist wie für einen Koch ein Rezept. Also das Erste, was wir machen nach der Nitrierung, ist die Oberfläche polieren, dass wir eben eine schöne, uniforme, glatte Oberfläche bekommen hier. So, jetzt was wir machen, ist wir zeichnen und wir entscheiden der Größe von jedem Ton und welche Tonleiter wir bauen möchten. Ja, also so sieht das Ganze dann aus, die fertige Halbschale, wenn wir fertig sind mit Anzeichnen. So, da ist auch ganz wichtig, dass jeder Ton eine bestimmte Größe hat, die später auch die Tonhöhe bestimmt. Und ja, dass die Abstände zueinander uniform sind, die Abstände vom Rand uniform sind, das erleichtert uns später das Bauen wesentlich.
Also was wir hier jetzt machen, ist mit dieser hydraulischen Presse die Tonfelder reinpressen. Und jedes Tonfeld hat auch eine ganz bestimmte Größe und eine ganz bestimmte Tiefe und deswegen auch einen ganz bestimmten Druck, mit dem er gepresst werden muss. So, jetzt wir sind in unserem Shaping Room und hier wir bauen eine Skulptur, jeden Tonfeld wir bearbeiten und die Idee ist, dass wir machen die Körper von das Instrument fest und die Ton locker. So, für das wir müssen 1000 Mal Hammer und dann Shaping, so jeden Ton hat hier viel Spannung und dann ist locker. So, die Idee ist, dass wir machen jeden Ton flach. Für das zu sehen, wir benutzen Licht, dass man kann sehen, alle Delen und das Material darf nicht so locker und darf nicht so fest sein. So, das ist der erste Schritt, bevor wir ihn brennen und bevor wir stimmen. Also wir sind jetzt hier an unserem Ofen und hier wird das Material jetzt nach dem ersten Stimmen zum ersten Mal gebrannt. Wir haben jetzt hier eine hohe Spannung aufgebaut zwischen den einzelnen Tönen und durch die Hitze wird die Spannung jetzt gelöst und das Material nimmt quasi die neue Form an. Also das machen wir während dem Bauprozess insgesamt 4 Mal und so erhalten wir am Ende ein Instrument, das für viele Jahre stimmstabil bleibt. Jetzt der nächste Schritt, was wir machen nach dem Brennen, wir kleben die Dimples ab zum Schutz vor Kratzern und dann werden die alle in verschiedenen Arbeitsschritten poliert auf Hochglanz. Wir benutzen dafür verschiedene Werkzeuge und verschiedene Polierpasten und das Endresultat sieht danach so aus, wenn alle Dimples auf Hochglanz poliert sind. So, nach Polishing, wir machen eine Runde Feinstimmen und danach wir brennen noch einmal. Wir schaffen verschiedene Farben durch Temperatur. So, zum Beispiel hier Golden Dimples, das ist eine bestimmte Temperatur. Oder Purple Dimples, das ist eine andere Temperatur. Die Farbe bleibt jahrelang so. Also wir haben jetzt hier einmal den Hals des Unterteils durchgestellt und was wir hier noch gemacht haben, einen Kantenschutz aus Gummi. Der sorgt zum einen dafür, dass keine störenden Frequenzen kommen und dient auch gleichzeitig als Griffschutz. Der nächste Schritt wäre dann, dass das Unterteil und das Oberteil beide entfettet werden und dann werden die beiden miteinander verklebt. Also der Kleber sorgt für die notwendige Spannung zwischen dem Ober- und dem Unterteil und der muss ganz durchtrocknen. Das dauert Minimum eine Woche, bis er an allen Stellen durchgetrocknet ist. Und dann können wir die Klammern wieder entfernen und den Gummi wegschneiden.
Nachdem ich jetzt mit der Maschine den groben Schliff vorgenommen habe, werde ich jetzt noch von Hand mit Schleifpapier den Feinschliff vornehmen und die Kante hier sehr glatt machen. So, nach dem Kantenschleifen, wir sind noch nicht fertig, da wir brauchen 2-3 runde Feinstimmen. Für Feinstimmen, wir benutzen so einen kleinen Hammer und wir gehen durch diesen Loch mit dem kleinen Hammer und da wir stimmen die Oberton, den Grundton, so wir haben überall bis zum Moment, dass das Instrument ist sehr stabil. So, wenn wir brennen und das Instrument verstippt sich nicht nach Brennen, das bedeutet, dass wir können da vertrauen, dass das Instrument bleibt jahrelang stabil und gestimmt. So, der letzte Schritt zum fertigen Instrument ist die Logogravur und das machen wir, es ist handgemacht. Der erste Versuch war in dem Jahr 2012 und da ich wollte Instrumente bauen, aber ich wusste nicht, wie schwer das ist und ja, hat 4 Jahre gedauert, viele Frustrationen. So, es war Learn by Doing. Zum Glück in der Schweiz, ich habe auch von den Hangmakers. Ich habe auch viel gesehen, die waren immer sehr offen und die wollten immer, jeder konnte schauen, wie die bauen und natürlich, wenn man guckt, wie die bauen, das war wie Chinesisch, alles war okay, man versteht nicht, man sieht, dass die haben überall, aber genau, also, es war viel, viel komplizierter, als was ich dachte, aber ich hatte genug Geduld, dass ich konnte 4 Jahre lange, 4 Jahre lang versuchen, ein Instrument zu schaffen. Und dann ich habe eine geschafft und in gleicher Zeit, in dieser Zeit, wir haben uns kennengelernt. Und ja, seitdem sind wir ein Team und wir haben die Firma zusammen aufgebaut. Und Opsilon ist eine Sammlung von unseren Erfahrungen und unsere Emotionen auch, so unser Geschmack und unser musikalisches Ziel, was wir erreichen möchten. So. Und nach 4 Jahren Versuchen, wir haben endlich ein Instrument geschafft, dass man konnte lachen und weinen. Weil der Handpan ist etwas sehr Besonderes. Der Handpan ist ein Instrument, das auf jeden Fall ist für die Seele. Es ist ein Meditationsinstrument, es ist ein Instrument, das offen etwas Innere. Wir mit unserem Namen dann dahinter standen, musste der Punkt erreicht sein, wo wir komplett hinter dem Instrument stehen konnten und auch sicher waren, dass die Qualität stimmt und bleibt. Weil das ja auch, man hat dann irgendwann ein tolles Instrument, aber dann sicher zu wissen, dass es sich auch nicht verstimmt, dass es auch in 2 Jahren, in 5 Jahren immer noch so toll ist, das hat gebraucht. Deswegen, man konnte nicht so schnell ein Instrument bauen und sagen, ja, jetzt wir verkaufen. So, für uns war ein bisschen mehr eine romantische Idee, dass wir bauen etwas, das berührt Menschen.
Und ich erinnere mich aber auch, genau, nach 4 Jahren war dann das erste Instrument, was dann verkauft werden konnte, wo richtig, richtig gut war. Und dann waren aber noch die ersten 1 bis 2 Jahre hatten wir selber keine Opsilon, weil wir immer jedes Instrument verkaufen mussten, damit wir wieder Material kaufen könnten, um weiterzubauen. Also wir haben die dann immer eingespielt, aber musste jedes einzelne Instrument verkaufen, um dann weiterbauen zu können. Es war sehr schön, die erste, die wir dann behalten konnten. Jeden Ton hat auch 2 Overtone, so eine lange Axis und eine kurze Axis. So, der lange Axis ist eine Oktave, kurze Axis ist eine Quinte. Und dann in der Mitte, wir haben den Grundton. So, fast alle Instrumente sind verbunden. So, hier die Oktave ist das gleiche wie die Quinte hier. Und hier ist auch die Oktave. Und hier, diese Oktave, ist genau das gleiche wie das hier. So, wir stimmen 2 Overtone und einen Grundton. Und wir verbinden die anderen Tonen. Und deswegen, was macht dieses Instrument so mystisch? Sind die Summe von den Overtonen. Und alles ist verbunden im Prinzip, weil es ein Stahlblech ist. So, ich sage immer, ein Handpan zu bauen ist Ordnung in Chaos zu bringen, weil alles ist verbunden und wie sauber jeden Ton klingt. Und wie sauber ein Instrument ist, ist immer eine totale. So, wir stimmen jedes Instrument, wir stimmen in totale. Nicht eine Einzelton, aber alles, wie eine Körper.